Liebe Schwestern und Brüder, wir kommen nur selten dazu, Johannes Baptiste de la Salle zu feiern. Sein Todestag liegt in gefährlichen Wochen, wenn man so will. Entweder in der Karwoche oder in der Osterwoche, und dann entfällt dieser Gedenktag. Umso schöner ist es, dass wir seiner heute gedenken und ihn feiern, weil er so etwas ist wie eine lebendige Erklärung des Satzes, den die Apostel ihren Verhörern vom Hohen Rat entgegenhalten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss allen Widerständen zum Trotz seinem Ruf treu sein. Es ist erschütternd, wenn man diesen Heiligen betrachtet. Es hat alles so gut begonnen. In Reims geboren, in einer wohlhabenden, adligen Familie, sehr früh entschlossen, den geistlichen Stand zu wählen, und wir staunen, aber wir sind im 17. Jahrhundert, mit 11 Jahren empfängt er die Tonsur. Es gibt eine kleine Unterbrechung auf seinem geistlichen Weg, weil die Eltern früh sterben, er muss das Erbe verwalten, aber er bleibt seinem Weg treu, auch durch dieses erste größere Hindernis. Und sehr schnell entdeckt er eine Not um sich. Eine Not, wie sie heute ähnlich ist, obwohl wir angeblich ja eines der besten Schulsysteme der Welt haben. Kinder, Jugendliche, die nicht erzogen sind. Geistlich verwahrlost. Und er sammelt Gleichgesinnte, Laien um sich, nachdem er Priester geworden war. Er gibt sein ganzes Erbe weg, um die Kinder zu unterrichten, und zwar ohne Schulgeld. Man kann die Stationen vielleicht gar nicht alle aufzählen. Er muss ständig die Orte wechseln. Zuerst aus der Provinz, dann irgendwie in die Hauptstadt nach Paris. Einer der Priester von Saint-Sulpice hilft ihm, aber der nächste ist ein sehr schneller Wechsel in den Stellen. Der ist dem Feind, er muss weggehen. Die neiden ihm das, was er da tut mit den Kindern. Die wollen dafür Geld haben, der Klerus. Er muss erfahren, nachdem alles so gut begonnen hatte, dass ihn seine Vertrauten, seine Brüder oder einer wenigstens davon verrät, dass er ihn hintergeht. Und ziemlich schon am Ende seiner Karriere, nachdem ihm seine Gesundheit Schwierigkeiten macht, wird er sogar, weil es ein Domherr hintertrieben hat, er hätte sich an einem Jungen vergangen, wird er sogar verurteilt. Man stelle sich das vor. Es ist ja überaus schlimm, wenn so etwas geschieht im Klerus. Aber es ist ebenso ganz grausam, wenn es einem angelastet wird und es ist nichts daran. Es ist eine Lüge, es ist eine Unterstellung. Aber nichts ist kräftiger als diese Unterstellung, weil es einen sofort tot macht, auch wenn man lebendig ist. Man ist ruiniert. Er zieht sich komplett zurück, wird aber dann noch einmal gerufen, weil es in der Gemeinschaft Schwierigkeiten gibt, und schließlich stirbt er an einem Karfreitag. Welch ein wahrhaft christliches Lebenszeugnis, mit dem alles so gut begonnen hat. Und dann muss er Stück für Stück die Stationen seines Herrn gehen. Und wenn wir ihn heute feiern, wissen wir, es hat nicht nur gut begonnen. Es endet auch dieses Leben, dieses heiligmäßige Leben, dieses geopferte Leben im Osterlicht.